Tabellenführer Kickers Offenbach tat sich schwer beim VfL Osnabrück, der schon nach 8 Minuten in Führung ging, als Torhüter Herr nach diesem Eckstoß gegen Olay Dotter zu spät kam. Die Osnabrücker, die couragiert und unverdrossen angriffen, hatten zahlreiche gute Tormöglichkeiten und waren Mitte der ersten Hälfte oft dem 2:0 nahe, wie hier, als Mannschaftskapitän Lehmann nur den Pfosten traf. Vor 8000 Zuschauern hatte Offenbach dann in der zweiten Hälfte mehr zuzusetzen. Aber der Meisterschaftsfavorit hatte Glück. Sein Ausgleichstor durch Michelberger fiel erst in der 91. Minute. Die drei anderen Spiele von heute, Mannheim, Schloss Neuhaus 3:0, Hannover 96 gegen die Stuttgarter Kickers 1:1 und Solingen SC Freiburg 0:1. Aus dem Kreis der 5 Ersten blieb diesmal nur Mannheim ohne Punktverlust.